Für dein Herzchenarmband brauchst du insgesamt 8 Fäden. 4 Fäden, die jetzt hier im Moment in der Mitte sind, ist der Hintergrund, da habe ich mich für blau entschieden. Und ein Pink und ein Gelb, das werden die Herzchenfarben. Wie sie aufgeteilt werden, das kannst du hier schön sehen. Also wie du die Farben jetzt sortierst, das bleibt dir natürlich selbst überlassen. Ich habe das jetzt mich so dafür entschieden. Wichtig ist nur, dass du deine Hintergrundfarbe in der Mitte im Moment hast und deine Herzchenfarben außen und beides synchron. Okay, dann können wir beginnen. Als erstes machst du einen Vorwärts-Vorwärts-Knoten. Einen Rückwärts-Rückwärts-Knoten. Ein Vorwärts-Vorwärts-Knoten. Und ein Rückwärts-Rückwärts-Knoten. Okay. Damit hast du deine erste Runde fertig. Achte so ein bisschen, dass du deine Fäden in der richtigen Position liegen hast. Jetzt hast du zwei Farben, also zweimal die gleiche Farbe außen, die legst du jetzt an die Seite. Die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Jetzt bildest du neu die Paare. Und dann können wir mit der zweiten Runde beginnen. Jetzt machst du einen Rückwärts-Vorwärts-Knoten. Ein Vorwärts-Vorwärts-Knoten. Und ein Vorwärts-Rückwärts-Knoten. Damit ist deine zweite Runde fertig. Jetzt nimmst du die beiden äußeren Fäden wieder mit in dein Modell. Bildest deine Paare neu. Und weiter geht's mit der dritten Runde. Jetzt machst du einen Rückwärts-Vorwärts-Knoten. Ein Vorwärts-Vorwärts-Knoten.
kleinen Rückwärts-Rückwärts-Knoten. Und einen Vorwärts-Rückwärts-Knoten. Jetzt nimmst du deine beiden äußeren Fäden wieder, legst sie zur Seite, bildest deine Paare neu. Und weiter geht's. Jetzt machst du einen Rückwärts-Rückwärts-Knoten. Ein Vorwärts-Vorwärts-Knoten. Und noch ein Vorwärts-Vorwärts-Knoten. Jetzt nimmst du deine Fäden wieder von der Seite, bildest deine Paare wieder neu und weiter geht's. Jetzt machst du einen Rückwärts-Vorwärts-Knoten. Ein Vorwärts-Vorwärts-Knoten, das wird dein Herzchen in der Mitte. Ein Rückwärts-Rückwärts-Knoten. Und als letztes ein Vorwärts-Rückwärts-Knoten. Jetzt nimmst du wieder deine äußeren Fäden, legst sie zur Seite. Und weiter geht's. Hier machst du einen Vorwärts-Vorwärts-Knoten. Noch ein Vorwärts-Vorwärts-Knoten. Und ein Rückwärts-Rückwärts-Knoten. Jetzt nimmst du deine Fäden von der Seite.
Und weiter geht's. Jetzt machst du einen Rückwärts-Vorwärts-Knoten. Ein Vorwärts-Vorwärts-Knoten. Ein Rückwärts-Rückwärts-Knoten. Und ein Vorwärts-Rückwärts-Knoten. Jetzt legst du wieder deine äußeren Fäden zur Seite. Und das ist jetzt die letzte Runde von deinem ersten Herzchen. Als erstes machst du einen Vorwärts-Vorwärts-Knoten. Noch ein Vorwärts-Vorwärts-Knoten. Und als letztes ein Rückwärts-Rückwärts-Knoten. Jetzt nimmst du deine Farben wieder mit in dein Modell zurück. Wenn du jetzt diese Schritte wiederholst, bekommst du dein nächstes Herzchen. Ich zeige jetzt immer. So sieht das aus. Jetzt einfach immer so weitermachen. Viel Spaß! Tschüss!